Der englische Historiker Eric Hobsbawm hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zeitalter der Extreme. Und das ist vielleicht genau das, was derzeit der Fall ist. Wir leben nicht in einem Zeitalter, aber durchaus in einer Zeit der Extreme, was die US-Aktienmärkte betrifft. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zu dem, was wichtig werden wird. Es ist ein Extrem, was wir derzeit in den USA sehen. Weniger in Europa. Der DAX ist nicht wirklich teuer. Es gibt einige Unternehmen vielleicht, die ein bisschen zu teuer sind. Es gibt andere, die sind zu günstig, aber in der Summe ist das relativ rational. Was in den USA passiert dagegen, das ist teilweise schon nicht mehr rational, weil wir Parameter haben, die zuletzt eigentlich in der Dotcom-Blase aufgetreten sind. Und viele sagen, naja, was ist doch egal, wir haben die Fed, die pumpt und dementsprechend braucht man sich um Bewertungen nicht mehr kümmern. Also dieses Mantra, diesmal ist alles anders, das ist schon wieder voll in Gange. Ich sehe das an vielen Kommentaren, zum Beispiel auf meine Videos. Aber es ist so, on the long run kommt alles wieder zurück dahin, wo es hin muss, nämlich hin zu historischen Durchschnitten, hin zu Bewertungsniveaus, die dann wieder einigermaßen rational sind, rationaler zumindest als derzeit. Schauen wir uns vielleicht mal ein paar dieser Parameter an, die derzeit der Fall sind. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir die geringste Shortquote haben, was Short-Positionierungen angeht bei Single Stocks und ETFs, also dass man direkt Aktien shortet oder über ETFs Shorts gehalten werden, geringste Quote. Gleichzeitig allerdings haben wir einen deutlichen Rückgang der Aktien-Buybacks in den USA, also der Aktienrückkäufe. Und diese Aktienrückkäufe waren der Haupttreiber vor der Fed-Liquidität, bis eben die Märkte eben so stark nach oben gebracht hat. Wir haben auf der anderen Seite jetzt in der letzten Woche wieder Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, global gesehen. Insgesamt haben wir jetzt 88 Billionen an Marktkapitalisierung der wichtigsten Märkte. Das ist ein neues Allzeithoch, entspricht etwa 100% des BIPs der Welt. Und wir haben in der letzten Woche so viele Calls geschrieben oder Call-Optionen wurden gekauft wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr, nämlich 21,6 Millionen, wie Sentiment Trader hier betont, der bisherige Rekord oder das bisherige Hoch lag bei 19,7 Millionen. Also, und das war zuletzt im Januar, Ende Januar 2018. Wir erinnern uns, Januar 2018, da war doch was. Da hatten wir ähnliche Zustände wie derzeit. Danach ging es massiv nach unten. Das kann diesmal natürlich nicht passieren, sagt man sich, weil die Notenbanken uns ja helfen. Hier sehen wir mal die Bilanzsummen der verschiedenen Notenbanken. Die größte Bilanzsumme hat China, die People's Bank of China, dann kommt die EZB, dann kommt die Fed und dann die Bank of Japan. Also wir sehen, es ist natürlich eine globale Liquiditätsparty, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass die Fed möglicherweise ein bisschen nervöser wird, denn wir sehen, in der letzten Woche ist die Bilanzsumme etwas geschrumpft bei der Fed. Kann Zufall sein, kann technische Gründe haben. Kann aber auch sein, dass das, was Robert Kaplan in der letzten Woche angemerkt hat, nämlich, dass er nicht dazu beitragen will, dass weitere Exzesse und Ungleichgewichte hier stattfinden. Wenn jemand sagt, weitere Exzesse, dann muss es ja bereits bestehende Exzesse geben, die dann fortgesetzt werden können. Also die Fed scheint sich darüber klar zu sein, dass die ganze Geschichte hier ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht eine markttechnisch überfällige Korrektur deswegen eintritt, weil die Fed eben sagt, Leute, ihr seid hier ein bisschen zu krass unterwegs, denn das Problem ist doch, dass wir hier jetzt eine Blase sich aufblähen sehen, die dann schwer zu korrigieren ist, die dann schwer, aus der man schwer Luft ablassen kann. Das ist immer das große Problem solcher Blasen. Deswegen versuchen Notenbanken normalerweise solche Exzesse schon im Vorfeld zu verhindern. Und erinnern wir uns, Jerome Powell hat ja versucht, die Rezession durch drei Zinssenkungen im Vorfeld zu verhindern. Er ist also aktivistischer, er geht sozusagen schon frühzeitig bestimmte, oder man versuchte frühzeitig bestimmte Phänomene anzugehen, statt nur später darauf zu reagieren. Das ist das Konzept der Fed unter Jerome Powell und möglicherweise ist das der erste Schritt, dass man hier sagt, okay, wir müssen hier ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Hier sehen wir den Balance Sheet nochmal der Fed und hier sehen wir eben die Reaktion
dann der Aktienmärkte. Es ist eine ziemlich hundertprozentige Korrelation zwischen FED-Bilanzsumme und den Aktienmärkten in den USA. Steigt die Bilanzsumme der FED, dann steigen die Aktienmärkte und umgekehrt. Aber möglicherweise ist die FED jetzt langsam aufgewacht und sagt sich, Leute, wo soll das noch hinführen, wenn die Märkte blind alles kaufen, was nicht auf den Baum kommt, mit Bewertungsniveaus, die teilweise absurd sind. Schauen wir uns noch vielleicht hier mal an, was rational ist. Das ist nämlich dieses hier. Nee, das sind die aggregierten Equity Future Positions, fast auf Allzeithoch, die wir hier sehen, teilweise sogar noch über den Niveaus, die wir in der Dotcom-Blase gesehen haben. Aber ich wollte Ihnen hier zeigen, dass zuletzt die Aktien besser gelaufen sind, die mehr investieren, also die Firmen, die mehr investieren, CapEx nennt sich das im Englischen, also Capital Expenditure, die Geld ausgeben, um ihre Zukunft positiv gestalten zu können, zu investieren. Also während diejenigen, die vor allem Aktienrückkäufe tätigen und Geld an Dividenden ausschütten, zuletzt nicht mehr so gut gelaufen sind. Seit Anfang Dezember kann man das feststellen. Das heißt, die Märkte beginnen wieder ein bisschen zu honorieren, wenn sich Firmen vernünftiger zu verhalten scheinen, als wenn sie das ganze Geld in Rückkäufe etc. stecken. Schauen wir uns ein paar Kurse an. Wir haben ja heute keine wirklich relevanten Konjunkturdaten. Wir werden aber in dieser Woche die US-Berichtssaison erleben oder den Auftakt. Morgen die Banken JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Wir haben hier den DAX, die Charts von Capital.com. By the way, bei 13.500 dürfte der Index starten. Wir sind am Freitag in den USA oder an den US-Aktienmärkten ein bisschen schwächer rausgegangen. Es ging dann so ein Stück weit nach unten, haben jetzt im asiatischen Handel mit einem kleinen Gap nach oben geöffnet und können die Gewinne weitgehend halten. Japan hatte wieder Feiertag. Der chinesische Aktienmarkt ist eh grundsätzlich bullisch derzeit, weil man eben davon ausgeht, dass weitere Liquidität in die Märkte zugeführt wird durch Zinssenkungen, durch People's Bank of China, durch die chinesische Notenbank. Es kommen diese Woche auch viele Konjunkturzahlen aus China. Schauen wir uns kurz die Tech-Werte an. Die sind es, die am meisten überkauft sind. Eine Apple, eine Tesla, es gibt viele davon, da sind wir jetzt knapp bei 9.000 Punkten. Der DAX, den haben wir schon gesehen, 13.500 Punkten, wie gesagt, nicht teuer, nicht wirklich überteuert. Es gibt da also eine Riesendiskrepanz zwischen den Aktien in Europa und den Aktien in den USA. Man tut so, als würden die Amerikaner auf einem anderen Stern leben, tun sie aber nicht. Euro-Dollar bei 1,1128. Wir sehen den Goldpreis bei 1.553, hatte sich ja im Gefolge schwächerer US-Arbeitsmarktdaten am Freitag etwas erholt, der Goldpreis aber kommt jetzt wieder etwas zurück, weil Risk-On angesagt ist. Wir sehen den Ölpreis bei $59.10 und Risk-On ist so ein bisschen angesagt, weil eben am Mittwoch jetzt dieser Phase-1-Deal unterschrieben werden soll. Wichtig wird sein, ob dieses 86-Seiten-Dokument wirklich veröffentlicht wird, ob China wirklich ganz konkret sagt, ja, wir kaufen 40 oder 50 Milliarden an Landwirtschaftsgütern aus den USA. Bisher hat sich nämlich China dazu überhaupt nicht geäußert, während nur die Trump-Administration gesagt hat, ja, die Chinesen, die werden massiv kaufen. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall jetzt nochmal die Hoffnungsmöhre, ist zwar eigentlich längst hundertfach eingepreist, aber wer weiß, die US-Märkte sind massiv überkauft, historische Parameter wie selten gesehen, wie eigentlich seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Andere Märkte sind das eher weniger. Und on the long run wird wohl mehr Geld nach Europa fließen und wird Geld aus den USA abfließen. Das zeichnet sich bereits ab. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Montag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.